Willkommen bei der nächsten Folge von Assassin's Creed. Jetzt kommt der schwerste Teil, die Kopfgeldjagd. Finde ich persönlich. Drücken Sie B, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen und ihn gefangen zu nehmen. Bewegen Sie sich in der Nähe von Gegnern langsam mit L, um Ihren Entdeckungsradius zu verringern. Bewegen Sie sich schneller mit rechten Trigger. Fällt es Ihrem Gegner leichter, Sie zu entdecken. Ja, drücken Sie B, um eine gefangen genommene Person in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Schaut euch das an, das ist echt wichtig, sehr wichtig. Ich persönlich finde das Gefangennehmen so ein bisschen strange, schwierig. Für diese Sache gucken wir mal, ob wir hier Evie nehmen können. Tatsächlich, Trigger reingedrückt und wir haben das Weibchen genommen. Na los, troll dich. Die natürlich in Schleichen besser ist und da im Schleichen, da sie das kann, gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. Da haben wir doch tatsächlich 5 verdammte Punkte. Schleichen. Ganz wichtig finde ich persönlich Schleichen. Leider muss ich den Takedown wahrscheinlich dafür kaufen, damit ich hier schleichen kann. Finde ich persönlich ein bisschen annoying. Wir holen uns Schleichen. Wie gesagt, Schleichen. Gefangen genommene Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen. Das finde ich auch geil. Wie gesagt, hier würde ich sagen, setzen wir besser auf. Das ist so ihr Metier. Eevee-Sachen, ja genau. Was haben wir denn hier? Konterboost. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Energie ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Also ich persönlich würde jetzt mal sagen, lassen wir das erstmal so stehen. Wir haben noch 2 Punkte, seht ihr übrigens oben rechts. 2 Punkte über und wir gucken mal, was wir hier so ausrichten können. Ich komm gleich rüber und setze meinen Schlagstock ein. Tschüss. Schön wachsam bleiben. Die hat hier nicht gut. Warte, oder? Ich brauche Hilfe. Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang. What do you suppose is going on over there? Interesting. Verhalte dich ganz normal. Hey, they can't hear me. Schlag dir die Zähne ein! Unnötig hassen sie den Hund! Das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie wir das gerne gesehen hätten. Hat hier nichts zu suchen.
Wie dem auch sei, Achso, habe ich den schon hier... Ah ja, den habe ich schon geplündert. Stimmt ja, wir haben... Auto plündern aktiv. Weg damit. Laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Framerate ist hier recht stabil, noch bei 45 bis 50 Bildern. Man kann es quasi durchgehen lassen. Alter Verwalter. Schaff mir diese Furie vom Hals! Komm her! Stopp! Haha! Versuch doch mich zu kriegen! Hilfe! Schaff mir diese Furie vom Hals! Scheiße. Wie schnappt. Das tut weh. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir den wirklich um die Ecke gebracht haben, aber... Scheiße, da steht auch einer von den Vögeln. Such a pity. Gutes Mädchen.
Nehmen uns den jetzt hier gleich noch mal vor. Ja, den haben wir jetzt in die Kutsche getan. Wie gesagt, B, ne? Habt ihr ja gesehen. Jetzt bringen wir den Klötensaurier mal schön. Schön an sein Ziel. Ah, da geht die Frequenz schon runter auf unter 40. Also ich sag mal so, damit es vernünftig flüssig komplett ist. Gutes Mädchen, bist du wohl auf? Gut, ich folge. Ist eine Bildfrequenz von 50 Bildern schon angebracht. Spielbar ist das auch jetzt mit 40, aber weniger soll es echt nicht werden. Schon erwähnt, so. Wenn ich mir da GTA angucke, das grafisch schon geiler aussieht. Na los. Nicht gegen Syndicate hier, aber GTA liefert mehr. Bei ganz genau. Höherer Bildfrequenz. So, aber genug. Und wie soll ich das jetzt wieder im Revier erklären? Ja. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nämlich aus Versehen umgebracht. Das war nicht so clever. So, in Whitechapel haben wir alles freigeschaltet. Jetzt ist der Bandenkrieg verfügbar. Wollen wir wirklich Bandenkriege machen oder wollen wir noch ein bisschen rumlaufen? Richtig, wir wollen noch ein wenig hier rumlaufen in der wunderschönen Gegend. Ihr seht, da ist noch genug, was auf euch wartet in London. Wo wir noch schön überall rumpimmeln können. Was ist das denn hier? Holgers Schatzkammer, ja. Das gucken wir uns noch an. Okay, schau mal, wir sind ja jetzt hier. Wo sind wir eigentlich? Wir sind hier. Oh, oh, was haben wir denn hier Schönes? Da. Ich bin kurz davor, dich zu Hause an meine Hunde zu verfüttern. Scheißseite. Junge. Das ist keine Gitarre, das ist ein Besen. Das beste Angebot. Ja, Schatzkarten, die sich kein Schwein leisten kann. Wenn Sie sich endlich entscheiden, kommen Sie wieder. Ja. Ich bin ja nicht Krups. Ah! Was haben wir denn da? Mach dich bereit! Jemand muss helfen! Hilf mir doch bitte! Das Schwein ist da lang gelaufen mit meinem Geld! Looks like trouble.
Ja. Der Markt. So, hier tanzt wirklich der Bär. Wir gucken uns mal an, was hier noch abgeht. Auf dem Markt. Gucken wir mal hier, ob wir Glitchomania-mäßig was zu machen ist. Wenn ich dich erwische, hänge ich dich an der... Naja, Like diamonds in the sky. Like diamonds. Das kann alles sehr schnell vorbei sein, wenn du es drauf anlegst. Zum letzten Mal. Wo ist... Mein Gott, thank you. Das hatten wir noch schon mal gehabt, ne? Das Glitcheritis-Problemchen haben wir schon uns angeguckt, das pfeifen wir uns jetzt nicht noch mal rein. Da suche ich mir doch mal gleich mal was anderes aus. Ich bin mal gespannt, wenn wir unsere 120 Special Kills erledigt haben. Jetzt komm schon. Nur noch einer fehlt. Hat Eigenschaft freigeschaltet. Eigenschaft freigeschaltet. Cool, cool. Da wollen wir auch hin. Das gucken wir uns später mal an. Neue Datenbankeinträge. Ja, schon eine geile Sache.
Fortschrittliches Kämpfen. Werkzeugkommodore. Multikill, das ist natürlich auch nicht schlecht. Kämpfen, wie gesagt, hier kann man sich schon einiges zurechtöbeln. Würde ich mal sagen. Das sattel mir auf. Weiter so. Doch mal ganz schnell hinzukommen. Ganz genau. Weiter so. Na los. Gutes Mädchen. Ruhig. Gut so. An dieser Stelle versuchen wir doch mal erstmal nach oben zu spazieren. Weil wir sind hier gerade in einem Gebiet. Andere als freigeschaltet ist. So. Während der kaiserlichen Armee den Krieg. Okay, wir wechseln die Spielfigur. Ach du Scheiße. Frage ist. Die Frage ist, wo ist es denn? Unglaublich. Kann jetzt natürlich sein, dass wir unsere Nase irgendwo reinstecken, wo wir nichts zu suchen haben. Die Schatzkammer von Michel Rouge? Nein, Michel Rouge Schatzkammer. Unfassbar. Du hast keine Ahnung, wer das ist, oder? Nicht die geringste. Er war Assassine. Vater hatte ein Buch von ihm. Angeblich fand er einen riesigen Schatz in der Nähe von Bath und wurde dann verrückt. Er versteckte ihn unter London und seine Schatzkammer konnte nur mit speziellen Spieluhren geöffnet werden. Spezielle Spieluhren? Was ist daran verrückt?
Londoner Geheimnisse. Ja, die Londoner Geheimnisse, das ist... kann ich jetzt. Endlich. Genau, das habe ich nämlich vor. Richtiger Steampunk-Scheiß, geil. So, ja. Londoner Geheimnisse. Diesen werden wir uns später mal etwas genauer widmen. So, und zwar Datenbank. Londoner Geheimnisse, Enzyklopädie. Orte. City of London. Ja, schön, Menschen. Optionen, E-Shop-Fähigkeiten. Londoner Geheimnisse. Oh, Scheibengleister. Ja, das gucken wir uns später mal an. Sieht ja richtig schnieke hier aus. Da können wir auch nichts. Ich würde mal sagen, wir. Oh, ist hier noch irgendwas? Dann werden wir uns ein wenig wieder da unten ist auch nichts, was man irgendwie Eugen Schatzkammer haben uns ja schon reingepfiffen. Oh, ey. Ach du liebes bisschen Klötensaurier-Alarm. Also du, klettern auch. Nein, du da hochklettern. Da hoch. Richtig. Da hoch. Scheiße, auf dir raus!
Ja. Da haben wir einen auf den Sack gekriegt. Nichtsdestotrotz können wir Gott sei Dank nicht sterben. Werden wir an dieser Stelle eine kleine Pause machen. Eugens Pornokeller haben wir entdeckt. Also sagen wir mal, bis zum nächsten Mal.